Hallo und herzlich willkommen, Paul Ochsenhofer von RE/MAX, wieder mal vor der Linse. Schön, dass Sie bei mir reinschauen. Ich darf Sie dieses Mal herzlich begrüßen aus meinem Garten, wo ich aufgrund des Lockdowns in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Zeit verbringen durfte, was mich natürlich sehr freut. Covid-19, das Thema der Stunde, das uns alle natürlich beschäftigt. Die große Frage ist, wie wird sich das auf den Immobilienmarkt, auf den Immobiliensektor auswirken? RE/MAX hat sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt und ich darf euch nun ein paar Zahlen, Daten und Fakten und natürlich Interpretationen und meine Meinung dazu kundtun, wie sich das in den letzten Wochen und Monaten entwickelt hat bzw. entwickeln könnte, ja, aus meiner Sicht. RE/MAX hat im April dieses Jahres, also unmittelbar nach dem Lockdown, in Kooperation mit RE/MAX Europe, eine Umfrage unter den europäischen RE/MAX Top-Maklern gestartet, um herauszufinden, wie die Kolleginnen, die Kollegen die Immobilienpreisentwicklung in den unterschiedlichen Sparten beurteilt. Werden die Preise sinken, werden sie fallen, in welchen Rubriken und so weiter. Kurz hier das Umfrageergebnis erläutert, und zwar jetzt auf Österreich bezogen, nur jetzt auf Österreich bezogen, die anderen Länder lassen wir jetzt einmal außen vor, uns interessiert jetzt einmal Österreich. Die Preise für Einfamilienhäuser werden um 2,4% sinken. Die Preise für Eigentumswohnungen um 2,9% sinken, die Mieten werden um 3% sinken und die Preise für Grundstücke werden um 0,4% steigen. Das war die Prognose der RE/MAX-Kollegen im April. Ich muss dazu sagen, dass es auch meine Prognose war. Ich habe das wirklich so gesehen. Ich habe gedacht, schauen wir mal, was da passiert. Wir konnten nicht besichtigen. Wir alle haben mitbekommen, was sich da getan hat. So, jetzt sind wir ein paar Monate älter, ein paar Monate gescheiter. Es ist einiges an Wasser die Donau runtergeflossen und für mich hat sich die Situation verbessert. Ich bin deutlich optimistischer wieder geworden, was den Immobilienmarkt angeht, was die Nachfragesituation angeht, und ich sehe das bei weitem nicht mehr so skeptisch. Ich bin der Meinung, dass der Preistrend, den wir in den letzten Jahren beobachten konnten, der ja wirklich nur raufgegangen ist, zwar in abgeschwächter Form, aber nach wie vor beobachten werden können. Ich sehe, dass die Situation, was die Anfragen betrifft, so gut wie auf dem Niveau von vor Corona, vor dem Lockdown im März ist. Wir haben nach wie vor sehr niedrige Zinsen, die auch in den nächsten Jahren, so wie die wirtschaftliche Situation sich derzeit darstellt, nicht steigen oder nicht zumindest sprunghaft ansteigen werden. Das heißt, Immobilienfinanzierung wird in den nächsten Jahren günstig bleiben. Die Nachfrage übersteigt das Angebot in fast jeder Kategorie um ein Vielfaches. Ich spreche jetzt natürlich im Speziellen von Wien. Und daher bin ich der Meinung, zumindest jetzt, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass die Preise sinken werden. Es ist nach wie vor eine gute Situation für Immobilienverkäufer. Es ist nach wie vor relativ schwierig für Käufer, speziell von Immobilien mit Familieneignung, etwas Passendes und Leistbares zu finden, an dem wird sie jetzt in den nächsten Monaten auch kaum was ändern. Ich glaube auch nicht nächstes Jahr, es sei denn, es kommt jetzt wieder irgendeine Hiobsbotschaft, aber im Augenblick, es wird wohl einen Impfstoff geben in absehbarer Zeit und dann, ja, zumindest ist das meine Meinung, wird sich das auf ein insgesamt normales Maß wieder einpendeln. Die Wohnimmobiliensituation ist so wie gerade besprochen, es tut sich einiges. Die Nachfrage nach Grundstücken ist irrsinnig hoch, die Nachfrage nach Wohnungen, speziell mit Garten oder
oder Außenfläche ist irrsinnig hoch. Klar, die Leute waren in den letzten Wochen und Monaten sehr viel zu Hause, konnten nicht raus. Na, man braucht jetzt eine Grünfläche, man will sich das einfach verschönern. Die Mietensituation, ich habe jetzt letztes Monat 7 Mietwohnungen vermietet, im August, wo normalerweise das Sommerloch ist. Die Nachfrage ist riesig. Es hat sich einfach alles nur nach hinten verzögert. Die Objekte, die während des Lockdowns nicht auf den Markt gekommen sind, weil die Mieter natürlich nicht ausgezogen sind, und umgekehrt, die Vermieter, die gewartet haben mit der Vermietung, bis man überhaupt vermieten kann, das hat sich jetzt alles nach hinten verschoben und jetzt ist das Geschäft aber da. Und jetzt sind die Objekte wieder da und jetzt sind die Suchanfragen wieder da. Das heißt, wir haben jetzt mehr Arbeit. Natürlich, wir haben auch eine sehr ruhige Zeit gehabt während des Lockdowns. Was meinen Umsatz angeht, wir sind auf dem Maß vom letzten Jahr. Das heißt, es hat sich nichts verschlechtert, was mich sehr wundert und auch zu dieser Schlussfolgerung führt. Ein bisschen anders wird die Situation wohl am Büroimmobilienmarkt sein. Ich habe jetzt mit einem Vorstandsmitglied von einer großen österreichischen Bank gesprochen, die sagen, Immobilienfinanzierung für Büroimmobilien ist im Augenblick auf Eis gelegt, weil natürlich auch der Trend zu dem Phänomen des Homeoffice klar erkennbar ist. Das ist ja auch aus meiner Sicht eine sehr gute Sache. Wir leben in Zeiten der Digitalisierung. Warum soll ich dann nicht eher von zu Hause aus arbeiten können? Das machen ja schon viele, das mache ja auch ich. Das ist ja auch eine schöne Sache. Und daher werden Büroimmobilien nicht so gern finanziert jetzt im Augenblick von den Banken. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Mein Fazit. Relativ business as usual. Es ist zwar alles anders, aber im Grunde genommen rennt es auch relativ gleich wieder weiter. Wir besichtigen, so wie vorher, nur halt mit Maske. Wir machen keine Open Houses mehr, wir machen unsere Besichtigungen jetzt halt im Viertel- oder Halbstundenblock. Daher dauert es jetzt für uns halt nicht mehr eine Stunde, sondern 4 Stunden. Aber im Grunde genommen ist es relativ gleich. Die Nachfrage übersteigt das Angebot nach wie vor um ein Vielfaches. Die Finanzierung von Immobilien, wenn man die ausreichende Bonität besitzt und jetzt nicht gerade in einer Branche arbeitet, die sehr stark betroffen ist, wie zum Beispiel die Gastronomie, dann kann man nach wie vor sehr günstig die Immobilie finanzieren. Das wird sicherlich auch so bleiben, zumindest für absehbare Zeit. Und der Zuzug nach Wien wird auch ungebrochen sein. Also es wird jetzt nicht, die Leute werden jetzt Wien nicht verlassen. Und daher bin ich der Meinung, dass wir sie da nicht groß fürchten brauchen, dass es relativ gut weitergehen wird und wir wirklich in der Immobilienbranche positiv in die Zukunft schauen können. Alles andere ist wirklich aus meiner Sicht unnötig und hysterisch. Und für mich wäre das unverständlich. In diesem Sinne, alles Gute, cool bleiben. Wir sehen uns. Euer Paul von Remax. Habitiere, auf Wiederschauen und alles Gute. Baba.